Und herzlich willkommen zur 100. Folge Stationeers. Ja, hier ist schon wieder was angekommen. Blei. Ich glaube, ich muss hier auch Sortiereinrichtungen bauen, dass das sortiert und gesteckt wird und dann irgendwo runterpurzelt oder dann wieder in das Ding reingeht da hinten oder keine Ahnung. Aber das hier ständig zu sortieren ist ja heftig. Guck mal hier, da sind schon wieder zwei rausgekommen. Jetzt drei. Gold. Gold. Was haben wir hier? Nickel. Und Nickel. Und Silizium. Und Silizium, jawohl. Gut. Ja, das meine ich. Sonst bist du eigentlich hier, wenn da eine Rakete angekommen ist, bist du eigentlich nur noch am Sortieren. Und das kann nicht Sinn der Sache sein. Wir fangen an. Achso, ja, genau. Ich wollte hier 5 Stück von bauen. Ich habe jetzt 5 von denen, dann brauche ich auch 5 von denen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jo, schmeiß doch mal ein bisschen durch die Gegend. So, 5 Stück. Überdruckregler, genau. Naja, das ist doof. Das funktioniert nicht. Ich muss es so machen. So. Und so, genau. So, und hier machen wir bei einem Druck von 90 soll er ablassen. So. Und nein, den meinte ich. So und so. Ja, der ist noch am Blinken, ich weiß. So, was habe ich hier? 1, 2, 3, 4.
Jetzt muss ich mir das mal angucken von außen. Beziehungsweise von der nächsten Etage. Die steht ja dann etwas über. Habe ich hier noch keinen Strom? Ich würde sagen, ich gehe dann von diesem aus einfach nach innen rein. So. 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 Und so. So, dann. Und einschalten. Dann müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hier Strom herkriegen. Am besten von außen. Ach, guck mal, hier liegt noch was. Von wann liegt das hier? Ich hoffe, hier ist nicht irgendwas in die Luft geflogen. So. 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 Das geht nicht, da brauche ich ein isoliertes für. Aber dann würde es immerhin da schon mal reingehen. Ne? Man kann hier aber auch zwei isolierte nehmen. Zwei isolierte nehmen und dann ist gut.
das von unten. Ja, hier muss ich die Disketten nicht drum kümmern. Also auch hier muss ich Sortierung bauen, denn die sollen ja stacken so hoch wie möglich und das wäre Blödsinn, das jetzt so zu lassen. Zwei sind restlos voll. Und das morgens, das ist in Ordnung. Dann würde ich sagen, setze ich dieses Ding. Dahin, das hierher, das wollte ich, und das dahin. So, hier soll er ablassen bei 95. So. Okay, jetzt müssen wir das alles noch verbinden mit dieser einen Leitung hier, mit dem Tank im Grunde. Das heißt, dazu muss ich mal raus und musste mir das draußen angucken, wie das gehen könnte. Nicht wie es geht, sondern wie es gehen könnte. Ja, unser Roboter ist unterwegs. Irgendwo. Fangen wir mal hier an.
könnte ich direkt daran gehen. Da hoch, hier lang. So. Schön da lang. Zack. Gut, das heißt von da aus die Abluft nach da haben wir. Dann werde ich mal da reingehen, das hier lang legen irgendwie. Wo war sie noch nicht genau? Das ist doof, wie ich das jetzt eben vorhatte. Wir gehen raus und dann hier hoch. Ja, hier raus auch. Hier hoch. Machen dann einen Schlenker nach außen. Gehen hier weiter. Ach, da haben wir das Kabel liegen. Funktioniert auch nicht. Nächste Ecke. Licht auch Kabel und Rohr. Och nee. Nicht runterfallen. Die Taste solltest du nehmen. Ach ja.
Genau, da komme ich nämlich ein versetzt rüber. Der rutscht hier hin und her, das ist unmöglich. Hallo, bleib doch einfach mal stehen. So, die muss ich jetzt verbinden. So, und jetzt müssen wir irgendwie zusehen, dass wir eine Etage tiefer kommen. Vom Fahrstuhl aus gerechnet. 1, 2, 3, 4. Jetzt packe ich erstmal den passiven Lüfter und das Ding erstmal wieder weg. Brauchen wir zwar noch, aber nicht jetzt sofort. Genau. Damit wir ein bisschen Platz im Inventar haben. So, das will ich nämlich loswerden. So, gut. Achso, vom Fahrstuhl ausgerechnet. Der Fahrstuhl ist dieser Block hier. 1, 2, 3. Das heißt, ich muss jetzt hier lang, hier hoch und dann einen ganzen Block rüber. Mal davon abgesehen, dass ich sowieso das hier noch ausbauen muss. Weil vorher bringt das alles nichts.
Also hier muss ich zumachen. So, dann haben wir es doch schon fast. So, das heißt im Endeffekt jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. 7 mal 3 sind 21. Dann haben wir die Wand nämlich zu. Ja, oder setze ich da einfach nur Wände? Wäre einfach sinnvoll, eigentlich sinnvoller, ne? Also nur 7, 8, 9. Neun und 2, 4, 6, 8, 10. 10, 12, 12 Wände. 9 Stahlrahmen und 12 Wände. Okay, machen wir das. Muss mal gucken, was wir davon haben. Die Rohre packe ich jetzt auch erstmal hier rein, damit ich die Hände frei habe. Komm her. Geh da durch. Das sind Eisenwände. Okay. Also nichts daran haben wir. Rahmen, 9 Rahmen brauchen wir. Jetzt gehen wir erstmal bei und sammeln hier mal ein bisschen auf. Und wieder 500 Nickel.
Nickel rein und dann kommt als nächstes Kupfer. Und weiter geht's dann mit Gold. Fünfhundert Gold. Zweifelsfall, falls wir da zu viel von kriegen, von irgendwelchen Sachen, und wir wissen, was wir wirklich brauchen und so, dann könnte man notfalls ja auch was verkaufen. Ne? So, da haben wir Blei. So, dann haben wir hier noch mal Gold. Ja, aufgeräumt. Oh, da kommt noch mehr? Das gibt's doch bald nicht mehr. So, was wollte ich denn jetzt? Ach so, ja, die Rahmen, genau. Das machen wir in dem hier. Mal die anderen ausschalten, wollen ja Strom sparen. Ach, nun zieh doch da runter. So. Was hatte ich gesagt? 9 Stück. Ne? 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neun Stück. Prima. So. Die beiden da hinten. Jetzt brauchen wir erstmal 18 Stahlplatten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18. Ich das so richtig sehe, habe ich 20 hergestellt. Hatte ich die einzelne Stahlplatte von da oben mitgenommen oder habe ich jetzt hier eine irgendwo übersehen? Okay, jetzt brauchen wir Stahlwände. 12 Stück. Und zwar hier diese. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. 12. So, und das machen wir natürlich ohne Fenster. Verbundwand 1, genau. Einmal, zweimal, dreimal. Viermal, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Fehlen noch mal zwei oder drei. 1, 2, 3, ja, drei Stück packen wir noch mal dazu. Eins, zwei, drei.
Dreimal. Dreimal. Zweimal Kunststoffplatten. Dann flitze ich mal eben hoch. Gucken wir mal, ob ich da genug Kunststoffplatten habe. Ich glaube, ich hatte irgendwann mal unheimlich viele hergestellt, obwohl ich sie dann gar nicht brauchte. So, also irgendwo muss da noch eine. 23 Stück, die reichen nicht. Aber die können wir erstmal verarbeiten. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal bei und mache hier mal so ein bisschen Platz. So, und da müssen wir auch noch zumachen. So, ja. Okay, also ich habe hier eine, wir brauchen dann noch 1, 3, 5, 7 Stück von diesen Kunststoffplatten. Also in dem Fall dann sogar 8. Fünf, sechs, sieben, acht. Gut, da habe ich insgesamt 9. Passt.
So, und damit wir das alles schön dicht haben, bauen wir hier noch mal vier von den. Stahlgerüste. Eins, zwei, nun komm, zwei. Drei. Eine noch. Vier. So, da ist ja alles noch zu, da habe ich hier hinten die Wand noch nicht weggefräst. Dann brauche ich mich nicht weiter drum kümmern. So, jetzt bringe ich mal die Kunststoffplatte hoch und bringe die beiden Stahlplatten mit runter. Genau, und muss dann noch mal sechs Stück herstellen. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, gut. Das heißt, das ist dicht hier unten. Fürs Erste würde ich sagen. Hoffe ich zumindest. Gut. Das heißt, andersrum natürlich jetzt, wir müssen da vorne das eine noch dicht machen. Das müsste eine Kunststoffplatte und eine Glasplatte sein. Nur das heißt im Umkehrschluss auch, wir müssen dann immer die Tür benutzen. Aber eigentlich ist sie dafür ja auch da. Eigentlich. Ey, das nimmt gar kein Ende. Oder ist der kleine Roboter jetzt so fleißig? Sehr schön. Ja, dann haben wir das soweit geschafft. Das Kupfererz, was wir jetzt da so mehr oder weniger versehentlich abgebaut haben. Das werde ich gleich noch mal rausschmeißen. Okay, wir haben hier eine Kunststoffplatte. Ich hoffe, wir brauchen da keine Stahlplatte für. Das sehe ich jetzt gleich. Ah, Moment, da fehlt aber auch, glaube ich, nur noch die Scheibe, ne?
Ja, eine Glasscheibe fehlt noch. Dann bauen wir die noch eben, setzen die ein. Und dann haben wir hoffentlich hier alles dicht. Das werden wir dann sehen. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie sichtbar machen kann. Halt, nach unten müssen wir. Ob man das irgendwo sichtbar machen kann, wenn irgendwo was undicht ist. Keine Ahnung. So. Also eine Glasplatte. Da kommt im Augenblick nichts, das ist gut. So, nach oben. Das mache ich von außen. Zu. Sehr schön. Und unser Roboter ist am Tanzen. Der ist leer. Was hast du für ein Problem? Du bist gleich leer und hatte sich da irgendwie festgedaddelt, ne? Vielleicht sollte ich die Position noch mal ein bisschen, weil ich habe die ja so dicht dran, sollte ich vielleicht noch mal so ein bisschen weiter wegpacken, dass er es reinschmeißen muss. Weiß ich nicht, ob das dann so ist, ob das funktioniert. Nein, wir starten jetzt die Rakete nicht. Was wollte ich jetzt machen? Das habe ich zu, das heißt, ich muss hier. Genau, ist richtig rum. Wir müssen dann da drin. Ach so, jetzt weiß ich, was ich wollte. Ja, ich wollte das Kupfer da rausschmeißen. Zack. Fußball. Was haben wir hier jetzt noch? Das Kupfer, was ich reingeschmissen habe, und Gold. Alles andere scheint jetzt fertig zu sein. Wow. 1,39 Megawatt hat er noch. Entfernt sich. Jo. Das da oben wollte ich ja auch mal anschließen, ne? An unser Stromnetz. Wie mache ich denn das am besten? Wie komme ich denn da am besten hin? Gehe ich irgendwie hier lang? Und dann da hinten hoch, dass sie dann da drin sind.
Versuchen wir mal. Auf jeden Fall brauche ich dafür Starkstromkabel. Ich weiß nicht, ob das viel bringt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir es probieren. Zehn Stück haben wir davon noch. Das reicht natürlich vorne und hinten nicht. Gold und Kupfer. Ach, da muss ich ja wieder alles rausschmeißen, wenn ich jetzt dann nicht daneben stehen bleiben will. Gold und Kupfer sind die vorletzten, die rausfliegen. Na toll. So, 0,5 Gramm, 200 Stück will ich herstellen, also 100 Gold, 100 Kupfer. Gold. Stahl kommt rein. Das kommt rein. Das rein. Eisen. Elektrum. Konstantan. Lötzinn, Stellit, Gold, Gold, Kupfer, Kupfer, das machen wir hier gleich. So, jetzt brauchen wir noch mal Kupfer. Kupfer, genau. So, jetzt stellen wir den wieder auf 500 hoch. Was haben wir drin? Kupfer. Das sind 500 Kupfer, die können da rein. Und dann machen wir mit Gold hier direkt weiter. So, 500 Gold. Da oben hin. Was haben wir hier? Blei.
Jawohl. So, dann können die produzieren. 100 Gramm, das sind dann 200 Stück. Dann läuft uns hier der Raum über, aber das ist egal. Ja, ich will da durchlaufen, ne? Klar. Passt nicht, okay. Okay, so viel Abstand. Sechsunddreißig, 37, 38, 39, 40, so ab nach oben. Komisch, der saugt das nicht leer, ne? Keine Ahnung, warum. Das mit dem Wasser. Es bleibt irgendwo bei 6, und bleibt stehen. Bei ihm hat sich die Zahl geändert. Ja. Sinkt langsam, also ganz langsam drückt er das rüber in den anderen Tank. So.
So. Und dann noch geradeaus weiter. Wow, hat genau gepasst. Jetzt ist die Frage, kann ich mit dem hier checken, was der an Saft bringt? Nee. Komma 7 Megawatt werden benötigt. Und aktuell bringt er 120 Watt. Okay, ist nicht wirklich viel. Aber es ist leider nicht. Jetzt ist es sogar im Kilowattbereich. Ach so, die Sonne geht auf. 330 Kilowatt. Jetzt ist wieder. Okay. Schwankt also gewaltig. So. Gut, ja, ist dran, ob es was bringt, weiß ich jetzt so nicht. Dreht sich auf jeden Fall mal so ein bisschen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt mal so langsam zusehen, ob wirklich alles dicht ist. Und wir müssen, da hinten haben wir den Auslass und wir müssen jetzt im Grunde überall die Einlässe machen. Was ich am Überlegen bin, ist, ob es sinnvoll ist, mit einem Strang durchzugehen und dann überall rauszulassen, oder ob es sinnvoller ist, mehrere Stränge zu nehmen. Ich denke mal, ich mache das mit einem, damit sich der Luftdruck. Nee, mit zweien, weil das Hühnerhaus, was wir da oben bauen, das muss den Druck eher halten als der Rest der Basis. Ja, wenn der Rest der Basis noch nicht den Druck hat, ist das nicht weiter schlimm. Aber wenn das Hühnerhaus den Druck nicht hat, dann wäre das doof. Da würde ich mich übrigens dann auch gerne mal mit befassen, mit der Hühnerzucht. Dann kommt nämlich die Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Und wir wollten ja auch noch unser Gewächshaus oben ein bisschen besser sortieren, also mit Sortierern und Stackern und so weiter und so fort. Dass wir das so ähnlich aufbauen, wie wir das hier gemacht haben. Denke ich mal, halte ich für sinnvoll. Müssen wir uns mal angucken. Aber das machen wir in einer der nächsten Folgen. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar, vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss!